Hallo, mein Name ist Marius und wir sind heute hier von der DFGVK, von Facing Finance und von Urgewalt, die Mitglieder der Kampagne gegen Killerroboter sind, um dafür zu sorgen, dass in den Koalitionsgesprächen das Thema autonome Waffensysteme nach vorne kommt und hoffentlich im nächsten Koalitionsvertrag ein klares völkerrechtlich verbindliches Verbot von autonomen Waffensystemen in den Koalitionsvertrag kommt und sich die nächste Regierung in den kommenden 4 Jahren dann auch dafür einsetzt, dass dieses international auch durchgesetzt wird. So, nach dem Brandenburger Tor sind wir jetzt hier vor dem Willy-Brandt-Haus, um die Parteien daran zu erinnern, für ein starkes Verbot gegen autonome Waffensysteme einzutreten. Wir waren schon vor 2 Monaten hier vor dem Willy-Brandt-Haus, wo uns Kevin Kühnert damals zugesichert hat, die Unterstützung der SPD für unsere Forderungen. Und ja, jetzt sind wir hier nochmal, um sie auch daran zu erinnern. So, wir sind jetzt weitergezogen und sind jetzt hier vor dem Hans-Dietrich-Genscher-Haus, wo wir auch die FDP nochmal daran erinnern wollen, sich in den Koalitionsverhandlungen dafür einzusetzen, dass ein völkerrechtlich verbindliches Verbot von autonomen Waffensystemen zustande kommt in den nächsten 4 Jahren. Und dazu wollen wir hier diese Postkarten dann einwerfen und sie so daran erinnern. So, jetzt sind wir hier vor unserer letzten Station bei den Bündnissen den Grünen und auch hier wollen wir Sie daran erinnern, sich für ein völkerrechtlich verbindliches Verbot von autonomen Waffensystemen einzusetzen. Vor 2 Monaten haben Sie auch schon zugesagt, uns bei dieser Forderung zu unterstützen und ja, wir sind jetzt hier nochmal, um Sie auch daran zu erinnern, damit in den nächsten 4 Jahren autonome Waffensysteme international verboten werden.